So, ich grüße dich, nämlich zum 10.06. Also eine vielseitige, spannungsbezogene Konstellation, weil von heute bis zum 19.06. wird immer eine Grundspannungsform vorhanden sein, eben zwischen der 1 und der 6. Ich habe schon beim 1.6. gesagt, was es da zu tun gibt. Also das sind halt einfach so Tage, an denen es gut ist, auch sich mit dem Polaritätsthema ganz generell zu beschäftigen, also nicht bloß die Thematik zwischen der 1 und der 6. Natürlich kannst du ganz konkret in diesen Tagen auch schauen, wie ist das, oder auch üben, dein Verhältnis oder dein Bezug oder einfach so, wie du das Geistige und das Körperliche lebst, oder kannst jetzt über die Bücher gehen, diese Tage eben schauen, wie stark du das schon beides weiterbringst, also eben sowohl die 1 wie eben auch die 6, ja. Und es ist auch aber auch für eine andere Sache sehr wichtig, nämlich für die Selbstverwirklichung, für die Persönlichkeitsentwicklung, weil die Tage 10 bis 19, die sind immer besonders wichtig, jeden Monat, aber besonders im Januar und besonders dann auch im Oktober bis Dezember, eben dich damit zu beschäftigen, also individuelles, persönliches weiterzubringen, also immer zwischen dem 10. und dem 19. Heute mit der 0 an stärkster Stellung, also nebst dem Polaritätsthema, kannst du also heute üben, zum Beispiel im Fluss zu sein, keine fixen, festen Pläne zu machen, vielleicht auch dies und das abzugeben, loszulassen, Dinge, Situationen, Menschen. Also das kann auch ganz gut sein für diesen Tag. Und dann ist das eben auch ein sehr sozialer, fürsorglicher Tag, also du kannst auch gemeinschaftliche Dinge, fürsorgliches oder soziales, solche Sachen weiterbringen. 10 plus 6, das gibt 16, das ist dann auch die Kommunikationszahl für den heutigen Tag. Ja, falls du es ein bisschen wuchtig, vielleicht auch heftig, leidenschaftlich möchtest, dann kann das der heutige Tag sein mit der 16, mit der Vulkanzahl, Spannungszahl, Polaritätszahl 16. Genau. Menschen, die an dem 10.06. geboren sind, ja, die haben einiges soziales, fürsorgliches Potenzial, also können sehr gut in diesen Bereichen, also eben Sozialfürsorgewesen, in dem Sinne, ja, macht es Sinn, sich dort zu betätigen, können natürlich auch als Trainer, als Coaches wirken, für Geistiges, aber auch für Körperbezogenes, sind sie so vielseitiger Natur, sollen schauen, dass sie sowohl sich mit dem Kopf gerne betätigen, also eben an Sachen Bewusstseinsfragen natürlich, wie aber auch gerne körperlich, praktisch, dann sind sie sicher nicht schlecht dran. Ja, solche Menschen können eine kommunikative Verbindung haben zu solchen, die an einem 16. geboren sind oder zum Beispiel an einem 4.12. oder zum Beispiel auch an einem 6.4. oder 5.5. auf die 10 bezogen. Ja, dann wünsche ich dir möglichst gutes Gelingen an diesem Tag und bis bald. Ciao!